Heute nicht nur Fix mit dem Rose, sondern auch fit, denn wir werden heute gesund, gemüsig, vegan und vegetarisch kochen. Wir machen schöne Sommerrollen, ja, ein bisschen asiatisch mit ganz viel Gemüse, mit Tofu, können wir aber auch mit Garnelen und mit Hühnchenfleisch machen. Und dazu gibt es verschiedene kleine Soßen und Dips und das machen wir jetzt zusammen. Als erstes schneiden wir uns ein paar Karotten, ein bisschen Gurke, kleine Stifte. Tofu gehen wir hier auch so runter. Dann haben wir natürlich hier unsere Sprossen, die wir dazulegen. Jetzt kommen wir zu unserer Mango. Paprika. Haben ein bisschen warmes Wasser vorbereitet und lassen das Ganze hier im warmen Wasser kurz eben quellen. Eine Pfanne, Erdnussbutter, ein bisschen was Saures, ein bisschen Reisessig, ein bisschen Wasser und jetzt verrühre ich das Ganze. Kurz von der Hitze runtergehen, verrühren. Dann gebe ich ein bisschen Sojasauce dazu, das Ganze schön verrühren. Und lege mir den Schirmer hier so hin. Jetzt habe ich hier meinen Teig. So, sehr schön. Jetzt nehme ich ein bisschen von meinen Gurken, von meinen Karotten, Sprossen, kurz ausmessen, baue das hier so auf. Tofu baue ich jetzt auch hier, 2 Stück reichen. Jetzt gehe ich hier hin und mache im Grunde genommen nichts anderes als eine kleine Roulade. Seht ihr? Fertig. Seht ihr? Schaut mal. Dann kann ich hingehen und kann das Ganze ausgarnieren. Ich habe verschiedene Kressesorten und so. Und das Ganze finalisiere ich mit etwas Erdnussöl. Schaut mal. Ich brauche jetzt nur noch eine heiße Pfanne. Ich nehme mein Erdnussöl. Schaut mal. Dann nehme ich die Garnelen. So, und jetzt brate ich die ganz kurz hier an. Ganz kurz ein bisschen Salz, Pfeffer. Wieder den Teig einweichen. Dann haben wir hier ein paar Glasnudeln vorbereitet. Die haben wir schon fertig. Schön nussig, vor allem mit dem Öl. Sehr gut. Abtropfen kurz, auflegen. Ich nehme etwas Paprika, etwas Mango. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann arbeite ich auch wieder ein bisschen mit den Sprossen. So, Rucola dazu. So, hier drauf. Und jetzt gebe ich meine Garnele dazu und rolle das Ganze ein. Okay. Ein bisschen von der scharfen Soße, Ingwer. Alles, was mit Fisch und Gemüse ist, roh, immer mit Ingwer. Im Nachhinein gehe ich auch hin und nehme die Sojasauce von gerade. Die ist ganz wichtig. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man sowas isst. Ich gehe jetzt erstmal in die Sojasauce rein. Schaut mal so. So. Ein bisschen Ingwer dazu. Lege ich mir den Ingwer hier drauf. Also mir schmeckt's. Und ich sage euch, euch wird's auch schmecken. Das ist eine andere Art von Deftigkeit. Und ihr werdet merken, man braucht kein Fleisch. Das funzt auch so. Also, von daher, Fix mit dem Rose. Viel Spaß.